alle, ach, wir haben auch Großeltern da. Kommen Sie, staunen Sie. Es ist alles für einen guten Zweck. Wir wollen uns nicht dran bereichern. Es ist für unsere Kinder hier auf Mali, für soziale Zwecke. Und ein großes Bäumchen haben wir hier zum Beispiel. Das Ding ist 2,40 Meter hoch. Wunderbar gerade gewachsen. Zweige, ein Traum. Ein absoluter Traum. Das ist ein Traum. Unser Glühwein ist auch ein Traum. Können Sie mir glauben? Und Erbsensuppe gibt es auch noch. Erbsensuppe, Glühwein und Tannenbäume. Was wollen wir mehr? Wir brauchen nicht in die Stadt zu fahren. Wir bleiben in unserem Stadtteil Mali. Da kommen schon die nächsten Interessierten. Wunderbar, ein Tannenbaum für Ihre Familie. Meinen Sie, was Ihre Frau sagt, wenn Sie mit einer Tanne nach Hause kommen? Da sagt sie, Schatz, wunderbar, es weihnachtet bald. Was brauchen Sie? Was Großes, was Kleines? Alles für einen guten Zweck. Schon eingetütet. Sie können es perfekt mit Ihrem Sohn nach Hause tragen. Das geht los ab 1,80 Meter bis 2,40 Meter zum absoluten Schnäppchenpreis. Heute und hier Tannenbaumversteigerung auf Mali. Wir haben hier eine schön gewachsene 2,20 Meter Nordmann-Tanne aus dem Mecklenburger Forst. Kaufpreis im Mecklenburger Forst liegt bei knapp 50 Euro. Wir machen hier einen Startpreis von sage und schreibe 20 Euro. 20 Euro für eine 2,40 Meter hohe Tanne. Da kann man sogar noch Zweige abschneiden für die Dekoration. 2,20 Meter Startpreis. 20 Euro statt 50 Euro. Wer bietet 20 Euro für diese wunderbare Tanne? Ist das ein Handzeichen? Immer noch nicht. 20 Euro für diese wunderbare Tanne. 20 Euro Startpreis. Wer möchte denn gerne eine schöne Tanne haben? 20 Euro für einen guten Zweck. 20 Euro. 20 Euro dahinter in der Bushaltestelle. Kann man auch mit Bus transportieren. Wunderbar schon eingenetzt. 20 Euro Startpreis für eine wunderbare Nordmann-Tanne. Wunderbar gewachsen. 20 Euro Startpreis. 20 Euro. Wer bietet mehr als 20 Euro für diese wunderbare Tanne? Wer bietet 21 Euro für eine 2,40 Meter hohe Nordmann-Tanne? Meine Damen und Herren, ich gebe auch noch Glühwein aus, wenn diese Tanne ersteigert. Und er hat so viel jetzt auch noch oben drauf. Meine Damen und Herren, wir haben auch alle keine Tannen, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist die erste Tannenbaum verstanden.